Grüezi miteinander. Chat, wie geht's euch? So, jetzt muss ich Chat zuerst noch sehen. Chat ist nie. Klu, grüezi wohl. Meine Stimme gerade weg. Klu, grüezi wohl. Nelfi, grüezi wohl. Wie geht's euch? Habt ihr eine gute Woche gehabt bis jetzt? Schön, sind ihr da. So, lieber Chat. Köpfli. Ich bin der Troy. Hä? Ich zocke auch, ich streame auf meinem privaten Channel twitch.tv/treuhammaren jeden Samstag ab 19 Uhr. Ich muss gerade überlegen, an wann bin ich überhaupt dran? Ich glaube immer noch ein bisschen God of War, aber so ein bisschen abschliessend. Aber da nicht God of War auf diesem Channel, machen wir heute etwas Neues. Und zwar schauen wir uns Inculinati an. Ich konnte letztes Mal den Namen nie aussprechen, oder? Inculinati. Was ist das? Ich muss selber schnell lesen, tatsächlich. Ich habe mir so angeschaut und gedacht, hey, das sieht irgendwie mega interessant aus. Und ich würde da gerne das mal quasi mit euch zusammen anschauen. Also ich habe es auch noch nie gespielt. Ich habe nur so das Preview ein bisschen geschaut. Ich meinte, es sei im Game Pass drin. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist im Xbox Game Pass drin. Nicht fragen, sonst ist der Stream durch, bevor ich mit meiner Krankengeschichte von meinem Knie oder OP letzte Woche fertig betreue. Oh shit, okay. Oh, das tut nicht gut. Klar. Gute Besserung, hä? Gute Besserung. Shit. Das tut wirklich nicht gut. Aber gute Besserung, klar. Inculinati, was ist das? Inculinati ist ein tintenbasiertes Strategiespiel im Stil mittelalterlicher Manuskripte, wo ein Hasenhintern das Schwert eines Hundes übertrumpfen kann. Werde zum Meister der Tinte, erschaffe Bestien, besiege die Stars der Epoche und entfessle geheime Kräfte. Das ist der Beschreibungstext. Und zumindest ich jetzt schnell auf Steam schauen. Es tönt eben schon interessant und es sieht auch mega interessant aus. Also man hat da quasi immer so ein bisschen Seiten in einem Buch, wo man auch irgendwie kann mit dem Stift dann verändern. I don't know, aber wir finden das raus. Ich bin mega gespannt auf das Spiel. Wir finden das raus zusammen. Aber klar, ich hoffe, du bist auf dem Weg zur Besserung. Ja? Ich hoffe, es ist alles gut gelaufen, natürlich. So, schnell überlegen. Übrigens, sorry für die Verspätung. Technische Probleme gehabt. Das Internet hat plötzlich auch nicht mehr wollen. Ich dachte, okay, kein Stream heute. Aber da bin ich. Wir machen dafür so, sag jetzt mal, eine Viertelstunde länger als sonst. Alles gut gegangen, meine Physio jagt mich schon wieder fleissig rum. Okay. Ja, das muss halt schon sein. He? Das muss halt schon sein. Ja, ist halt Knie. Ist halt wirklich, das ist mega doof. Oder? Knie und Rücken, das sind so die zwei Sachen. Ja, es ist eigentlich alles immer doof, wenn man irgendwie ein Leiden hat. He? Aber ich glaube, das sind doch so die mühsamsten Sachen. Ja, dort auf den Knie ist Gewicht drauf und ja. Chat. So, Chat. Was haben wir da endlich im Hintergrund? Ah, das ist das Menü. Ja. Muss ich mich da schnell orientieren auf meinem Desktop. So, wir gehen da mal über. Das ist lustig, ihr seht das Spiel, ich sehe es nicht. da ist es, let's go. Jetzt frage ich mich gerade, ist das ein Spiel, wo man mit Controller spielt? Oder ist das ein Spiel, wo man mit Maus und Tastatur spielt? Kann ich das irgendwann nachschauen? Vielleicht weiss es irgendjemand vom Chat. Da steht volle Controller-Unterstützung. Ich mache es mal mit Maus und Tastatur. Schnell schauen. Oh, da haben wir wahrscheinlich eine Musik. Ja, hoffe, das ist nicht lizenzierte Musik. Back to topic. Also, wir machen sicher mal, wir gehen noch schnell in die Musikeinstellungen. Wir haben keinen Streamer-Modus. Ich nehme an, die haben da die Musik selber gemacht. Ja, ich denke schon. Aha, what the hell, Tintenblut.
ist die Auflösung. Das ist schon nice. Resync an. Das passt soweit. Chat, wenn irgendetwas zu laut ist, wenn das Spiel zu laut ist, wenn ich zu laut bin. Wenn euch meine Stimme nicht gefällt, sagt es einfach. Dann gehe ich offline. Also, wir schauen dann noch schnell Bestiarium. Einfach mal schnell zum Vorbereiten. Gut, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Aber wir haben schwertschwingende Hase. Speerführende Hase. Jetzt muss ich doch schnell schauen, ob ich das irgendwie ein bisschen grösser bekomme. Auf meinem Display ist es ein bisschen klein. Jetzt erst denkt er, ja, komm, das mache ich nicht. Aber wenn ich da immer neu kennen muss, wenn ich Text lesen will, ist es ein bisschen doof. Machen wir schnell. Wo ist denn meine Auflösung hier? Machen wir sie so. One second chat. Ich muss noch schnell mein Borderless einschalten. Let's go. Übrigens, Borderless Gaming ist ein mega cooles Tool, das man bewirken kann, dass Games, die man im Fenstermodus laufen lässt, so wie ich es jetzt gerade mache, oben keine Titelbar mehr haben. Ach, nützlich. Es geht nicht immer. Aber in dem Fall geht es tatsächlich. Bei euch stimmt alles immer noch sehr gut. Also, ich kann noch mal schnell schauen. Jetzt kann ich es ein bisschen besser lesen. Ja, ziemlich stark und widerstandsfähig für einen Hasen. Besitzt ein Schild. Schlummer und Kopfweh. Mhm. Ein speerführender Hase, auch Schlummer und Kopfweh. Schwertisch kann nur ein angrenzende Felder angreifen. Speer attackiert bis zu zwei Felder oder eine Ebene weit entfernt. Ui, da gibt es ja mega viel, die ich wahrscheinlich beachten muss, oder? Ich bin jetzt schon überfordert, Chat. Ja. Bogen, ja, kann natürlich noch weiter schiessen. Auch hier Schlummer und Kopfweh. Das sind alle Gebet. Der schwertschwingende Hase hat ein Schild. Dann haben wir noch Hunde. Jetzt gehen wir mal schnell schauen. Hunde sind stärker. Ja, Hunde sind einiges stärker. He? Und dann haben wir nochmal stärker wahrscheinlich. Der Fuchs. Ja, wobei. Let's go, nicht einmal. Ja, wir finden das aus. Ich hoffe, du hast das Tutorial. Neue Reise. Oder, oh, muss ich auch auf Akademie? Ja, wo ist der Backbutton jetzt, liebes Spiel? Ja, das ist so ein Spiel, das hat man verloren, wenn man auf den falschen Button klickt. Ja, also, ich mache mal normal. He? Normal. Wir erstellen uns einen Charakter. Hakam, grüezi wohl. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich schaue mal schnell. Was haben wir jetzt da? Schankwirtin. Eine starke Frau in schwierigen Zeiten wie diesen. Farbe. Okay. Oh, okay. Also, wait a second. Wir müssen mal hier anfangen. Was wollen wir für einen Charakter? Wir können einen Narr nehmen. Des Meisters Großcousin zweiten Grades. In einem Waisenhaus aufgewachsen, hat ihm nicht geschadet. Der Müller. Der Müller, der weiß, was wichtig im Leben ist, wirkt jedoch nicht sonderlich vertrauenserweckend. Chat, ihr dürft übrigens entscheiden. Also ihr dürft entscheiden zwischen Schankwirtin, eine starke Frau in schwierigen Zeiten, Narr, im Waisenhaus aufgewachsen, der Müller. Und ich kann mir noch das Geschlecht wird da direkt mitgeliefert. Schankwirtin, Nah oder Müller? Chat, schreibt einfach rein, was ihr wollt. Bin positiv überrascht, dass jemand hier in Schweizerdeutsch streamt. Gut so, hey. Hakam, es gibt tatsächlich nicht so verrückt viel auf Twitch. Ja. Der Channel ist einer davon. Mein Channel, hä?
Kann ich da schnell das Knöpfchen drücken? Ich drücke das immer am Schluss. Da mein Channel, twitch.tv/treuhammeren, auch dort tatsächlich jeden Samstag auf Schweizerdeutsch. Ich finde es eben auch cool. Ich finde es immer wieder cool, schweizerdeutsche Streams zu entdecken. Hakam, streamst du selber auch? Hast du auch schon deine paar schweizerdeutschen Streamers so ein bisschen gefunden auf Twitch? Chat, habt ihr einen Vorschlag, Hakam? Was willst du gerne? Wirt hin nach Müller. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee. Und ich hoffe, dass dann das Tutorial kommt und ich das jetzt nicht verpasst habe. Ah, den Namen können wir auch noch eingeben. Ich kann natürlich noch schnell schauen, was wir hier noch machen können. Herkunft ist klar. Aber was benötigtes Prestige 2000? Aha. Untiere. Kann ich mir... Gut, das check ich jetzt nicht ganz. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen doch den lieber die Hunde, oder? Handaktionen. Okay, da komme ich halt überhaupt nicht draus. Aber. Ja, Talente, he? Schauen wir uns noch schnell an. Massi, hoi! Grüezi, Massi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Aber Massi, du musst jetzt noch schnell entscheiden. Du bist jetzt gekommen und musst jetzt noch schnell eine Entscheidung für mich treffen. He? Und die Entscheidung ist ganz easy. Ist ganz easy. Müller, Narr oder Schankwirtin? Hä? Der Müller, der Narr oder die Wirtin? Heiligenschein, erhöhten Schaden und die Genauigkeit eines Untiers um Eis. Entfernt Ketzerei. Mhm. Und das ist Lebenstinte. Erlaubt es dir, Untiere zu zeichnen? Endlich am Ende eines jeden Kapitels. 3 Tropfen wie für jedes Untier und jeden Winzling, der auf einem Tintenklecks steht. Ey, ich komme überhaupt nicht raus, was mir das Spiel genau sagen will. So, what? Ja, du streamst selber nicht. Ich würde den Schankwirt nehmen, aber mach, was du denkst. Ihr habt euch entschieden. Chat, ihr habt euch entschieden. Let's do this. Also Jean-Quietin, wir schauen schnell Farbe, die entscheide ich jetzt schnell. Ja, da so. Hä? So. Oh. I love it. Ja, ich liebe es immer, wenn ich den Namen eingehe. Letztes Mal haben wir Need for Speed entschieden. Jetzt haben wir entschieden, was wir für einen Charakter nennt. Aber ich entscheide. Ja, der Massi hat es halt schon gewusst, was ich nehme, oder? Ich finde es interessant, da kann man jetzt einfach nicht reinschreiben, oder? Da frage ich mich, why? He? Liebesspiel, why? Ich habe Tastatur vor mir. Ist echt das wirklich, vielleicht ist es eben auf Controller optimiert. He? Ich schaue jetzt gerade mal schnell, wenn ich da den Controller einschalte und da die ganzen Buttons aufpoppen. Ja, tatsächlich. Ich weiß jetzt halt nicht, soll ich das mit Controller probieren? Der Massi würde jetzt natürlich sagen, ja. Ich probiere es mal zuerst mit Maus und Tastatur. Oh! Hey! Das ist gut, ich bin da nur am Schnarren, oder? Dann schreibe ich meinen eigenen Namen falsch. Das ist unglaublich. Troy Lina. Let's go. Merci, Massi. Ich habe gesagt, ich nehme die Hunde. Könnte man falsch verstehen. Ja, true. Ich lasse das nochmal so, wie es ist. Ich habe sonst nicht... Was ist das Prestige? Ah, da ist das Prestige, das wir noch nicht haben. Gut, wir gehen mal weiter. Holy shit. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendein Tutorial machen, oder? Also ich fange jetzt mal an, und wenn ich nicht rauskomme, muss ich das Tutorial machen, Chat. Es war eben noch Akademie gewesen, und ich habe halt direkt auf neue Story geklickt, oder? Ich komme halt überhaupt nicht raus. Handaktion, das ist einfach da, wo ich ausgewählt habe. Anpassen, das ist da, wo ich ausgewählt habe. Habe ich da noch etwas
Oh. What have I done? Ja, hallo? Aha, das sind die, oder? Nein. Amon, doch, let's go. Jetzt gehen wir da weiter. Merci. Ich musste meinen Merch anlegen heute, damit ich mich wohlfühle. Hey, merci für den Lurk-Support, Massi. Danke vielmals. Ich schreie einfach Massi! Das ist aber gut, he? Alles gut. Ich nehme einen Freund einfach hier einen an. Also, am heutigen Tage bestehst du hoffentlich deine Abschlussprüfung. Ich habe noch nicht mal die Ausbildung gemacht. Und ich habe noch nicht mal das Tutorial gemacht. Wirst zu einem Meister der Inkulinati und beginnst deine Reise als Inkulinati. Zunächst einmal musst du jedoch ein Aufeinandertreffen mit wilden Untieren bestehen. Und ich sage, hey, wie ging das nochmal? Wähle einfach das Icon für Begegnungen mit wilden Untieren aus. Aufeinandertreffen von winzigen Inkulinati und wilden Untieren sind mit einem Schwert- und Schreibfeder-Icon markiert. Schreibfeder. Hast du einen Ort erstmal betreten, kannst du ihn nicht mehr verlassen, also wähle weise. Ja gut, na gut, ja Meister. Okay. Also es ist mal, wir sind da und wir gehen hier hin und da haben wir auch das erste Untier. Wohlverstanden, hat zwar noch 34 Zahlen im Homeoffice. Hast du nicht für mich noch einen grösseren Bildschirm wollen? Was? Ein Fernseher? Ich hoffe, ich bringe das an. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe das Tutorial nicht gespielt. Aber wir probieren es. Wir gehen mal auf weiter. Mal schauen, ob da tutorialmäßig etwas passiert. Kapitel 1. Erwarte das Unerwartete. Hier triffst du auf Untiere, Schlachtelemente und zufällige Ereignisse. Das sieht doch nach Tutorial aus. Wenn du auf ein Untier triffst, das dir nicht bekannt ist, nutze Hinweise und die Anleitung, um mehr darüber zu erfahren. Also da muss ich da jetzt immer anklicken. Drücke die jeweilige Taste, um Hinweise zu aktivieren. Aktiviere die Hinweise und visiere ein beliebiges Element auf dem Schlachtfeld an, um dir Hinweise dazu anzusehen. Aha. Drücke die jeweilige Taste, um die Anleitung zu öffnen. Es ist noch interessant. Es ist halt wirklich so mega Controller dingselt, aber ich schaue mal. Und ich weiß schon nicht, was ich muss machen. Ich weiß halt schon nicht, was ich muss machen, weil ich halt das Tutorial nicht gemacht habe. Cool, das Bild, das ich dir per Insta geschickt habe. Hey, jetzt muss ich ganz schnell überlegen. Ich bin alt, Massi. Ich bin alt. Schnell überlegen, was hast du mir auch schon wieder geschickt? Ist es das gewesen, was ich jetzt meine? Ich muss schnell schauen. Massi, I have to cook. Ich bin doch nie auf Insta, okay. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Massi, ich bin verwirrt. Hast du mir etwas geschickt? Ah, das ist schon eine Weile her. Ja, habe ich nie darauf reagiert, aber das ist cool. Einmal, ich habe reagiert. Das ist wirklich cool. Es trifft zu. 55 Zoll TV. Föni, grüezi, ist das nicht? Ja, ist denn das nicht der Troy? Nicht. I don't know. Ich komme nicht raus. Aber schön bist du da, Föni. Wie geht's dir? Aber you know, bist der Größte. Was soll ich sagen? Du bist noch knusperjung. Ja gut, du bist ein bisschen älter. Ja? Bist ein bisschen älter. So, jetzt müssen wir da schnell schauen. Das ist halt jetzt dein Problem. Also ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung, oder?
Also das muss, das ist 100% das Controller-Spiel. Das ist unglaublich. Oh! Okay, also ich glaube, es ist das Controller-Spiel. Also, liebe Leute, wenn ihr in Collinati zockt, nehmt einfach direkt den Controller für, weil das scheint auf Controller optimiert zu sein. Attacken mit einem Schwert verursachen den größten Schaden, können jedoch nur auf angrenzende Felder ausgeführt werden. Attacken mit dem Speer reichen bis zu 2 Felder und besitzen die größte Nahkampfreichweite. Und nachher kommt der Bogen, 6 Felder. Bogen bewährte Untiere sind jedoch sehr schwach und besitzen die niedrigste Gesundheit. Ja, also macht noch Sinn. He. Mehr über die Regeln, um mehr über die Regeln zu erfahren, drücke die jeweilige Hinweistaste. Mhm, die steht aber. Let's go. So. Es ist interessant. Ja. Jetzt kann ich da einen platzieren, oder was? Ey, mach mal einfach irgendetwas. Ich komme halt nicht raus. Aber im Kopf immer noch 19. Nur Scheiß im Grund, sagt meine Frau eigentlich. Gut, ich fühle mich auch immer noch wie ein Kind zum Teil. Kindskopf geblieben. Ja, aber das ist. Das kommt. Also. Alle, die etwas anderes erzählen, die lügen einfach. Oder? Irgendwie, ich habe das Gefühl, alle fühlen sich doch noch wie ein Kind. Oder? Ein Kind im Erwachsenenkörper. schwertschwingender Hund. Ja. Okay. Was hat jetzt da? Was hat die geklatscht? Aktionsreichweite. Du kannst diese Aktion sofort ausführen, wenn sich ein Untier auf diesem Feld befindet. Du könntest diese Aktion sofort ausführen, wenn sich ein Untier auf diesem Feld befindet. Befinden würde. Das bedeutet, dass sich ein Untier in Reichweite befindet, du jedoch diese Aktion nicht ausführen kannst. Du kannst ein was? Ein betendes Untier nicht stoßen. Hey, Leute, ich komme doch nicht raus, wie das funktioniert. Hey. Moment schnell, was kann ich da noch machen? Aha, darunter kann ich die Aktionen wechseln. Mhm. Schlummern. Hauen nach rechts, nach links. Ja, aber. Okay, jetzt habe ich da mal das Ding verschoben. What the hell? Very interesting. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, Chat. Ey! Du Lümmel, du. Lebenstinte in Wildgefechten. Lebenstinte in Wildgefechten zu sammeln ist ebenso wichtig. Ist ebenso wichtig. Für jede 12 Tropfen, hä? Lebenstinte, die du sammelst, erhältst du einen Spezialbonus. Mhm. Jedes deiner Untiere erhält etwas Gesundheit und positive Statuseffekte, zum Beispiel einen Heiligenschein vor sich. Die Armee des Gegners kann ebenso vom Tintensammeln profitieren. Also jetzt zuerst einmal, du hast ein Schwert. Du kannst jetzt in dem Moment nichts machen. Das heisst, ich könnte mich bewegen. He? Genau, ich muss da noch schnell herausfinden. Okay, Spezialattacken. AOE-Attacken. Flächenschaden. Mhm. Okay, sehr gut. Stoßen. Was macht denn das genau?
Stoße den ausgewählten Gegenstand auf das erste verfügbare Feld, aber nur einen Gegenstand. Ich kann glaube nicht einen Gegner stoßen. Zu dem jetzt geht das sowieso nicht. Gebet verleiht einen Heiligenschein und macht das Ziel unumstößlich. Okay, das ist ja gut. Das Untier erhält einen Schlummer. Wenn sich das Untier während seiner Runde nicht bewegt hat, erhältst du Lebenstinte. Okay. Ich nehme ja an, ja gut, nein, der andere kann direkt angreifen. Das heisst, ich muss wirklich so schnell eine Bewegung nach vorne machen. Aha, ich kann, wie viele Aktionen kann ich denn genau machen, Chat? Was kommen da schon raus? Ich greife jetzt den Dude mal an. Oh! Aha, kann ich da etwas beeinflussen? Heiligenschein weg. He? Okay, der Griff da hat meine Möbel an. Das habe ich gar nicht gern. Wir gehen jetzt mal. Ich muss mal schnell schauen, ob da irgendein Wert ist, den ich da sehe. Aha, also ich kann gehen und laufen. He? Da hinten könnte ich gehen. Und grün könnte ich laufen. Das heisst, ich gehe jetzt mal da hin. Da muss ich dir widersprechen. Gerne würden alle Kindskopf sein, aber viele verlieren das im Alter leider. Schon. Das ist schon möglich. Das ist schon möglich. Das sind dann die komischen Leute, ne? Geduld bringt Tinte. Tinte wird gesammelt, wenn jedes Untier seine Runde beendet hat und einen Schlummer fällt. Bewege da dein Untier bis zum Ende des Kapitels nicht. Verwirrt? Ja, Betzli. Du weißt nicht, was du tun sollst. Wenn du einen Gegner nicht angreifen kannst, spreche ein Gebet oder falle in einen Schlummer. Also Gebet geht Heiligenschein, Schlummer geht HP retour. Gut, Schlummer muss ich nochmal machen, wenn ich auch wenn ich nicht Full HP bin, logischerweise. Genau. So, jetzt ist die Runde vorbei. Aber ich kann jetzt gleich noch mit. Aha, nein, ich habe hier noch gar nicht angegriffen. Also schon. Bin ich mir nicht sicher. Hinweis. Wir machen jetzt da schnell. Okay, ich kann das beeinflussen, wenn ich drücke. Das finde ich noch nice mit der Schattenszahl. Jetzt weiß ich halt nicht, ich kann halt nicht aufs gleiche Feld. Aha, jetzt kommen. Das ist noch der. What? What is happening? Jetzt kann ich auswählen, was ich da genau will pflanzen. Hä? Dann machen wir hier aber einen Bogen drauf. Das ist ganz klar. Bogen. Der Dagobert. Okay, und jetzt muss ich mal schnell schauen. Schlummern. Ja, ich habe es irgendwie noch nicht so ganz das. Ah, sie! Also mich! Ja, jetzt, also mich jetzt zu bewegen, das ist jetzt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Geh wieder zurück, hä? Kann ich wieder zurück, bitte? Ich bin so verwirrt. Ich finde das schon aus. Also, lieber Chat, ich spiele sonst nie so Games. Nein! Nicht auf mich! Nein! Also,
Jetzt, okay, das ist übrigens, das ist das Symbol anscheinend, der du nicht so aktiv steuern. Das habe ich irgendwie vorher nicht gecheckt. Der Beowulf. Ich muss. Ja, shit. Jetzt ist halt doof. He. Jetzt ist halt sehr doof. Ich gehe da mal schnell eins über. Dann, ne? Ah, kann ich mich stossen? Ja, das ist, okay, da ist sogar die Vorschau. Jetzt stossen wir mich schnell rüber. Ja, aus dem Weg jetzt. Dann komme ich. Nein, komm nicht ich. Scheiße. Ich bekomme da nur noch die Fresse. Hey. Was ist denn da los? Also, dich greift mir jetzt logischerweise direkt an. Oh. Let's go. Okay. Let's go. Jetzt bin ich mit dem Bogen-Dude unterwegs. Jetzt kann ich schnell schauen, ich kann attackieren. Oh nein, was ist das? Bogen? Pfeilhagel ist wahrscheinlich ein Flächendamage. Stoßen, Gebet. Ja, da machen wir einen Angriff. Ja. Kein Ziel in Reichweite. Okay, sorry. Keine Ziele in Reichweite. Okay, dann müssen wir uns zuerst bewegen. Es ist aber ein bisschen doof, wenn wir jetzt hier vor den anderen stehen, oder? Wie weit kommt denn der Bogen? Aber das ist doch... Hä? Darf niemand im Weg sein? Okay, wait a second. Das habe ich natürlich bis jetzt auch nie gebraucht. Ich könnte noch eine pflanzen. Nein, ich jetzt kann... What? Also, jetzt machen wir das so. Ich bewege mich. Da rein. Okay, das ist jetzt das Letzte, was ich noch machen kann. Ich kann eine Pflanze. Aber nur da rein. Ich mach da mal ein Schwert aus. Muss ich das? Kann ich da nicht einfach sagen, hey, ich brauche nichts? Ah, Y. Okay, mal kann ich tatsächlich. Kapitel 4. Tintenduschen. Okay, das war für mich jetzt Tutorial. Wie sonderbar, eigentlich verliere ich nie. Bock, wow. Also wir machen jetzt das nochmal, aber das Mal machen wir es sauber, oder? Eine Schreibfeder hat dich gerettet. Oh, jetzt habe ich nur noch zwei. Stumpfsinn von Untieren gesamt. Minus zwei. What? Ich komme es überhaupt nicht raus. Nein, wir machen jetzt nochmal Revanche. Also wir fliehen jetzt sicher nicht, oder? Armee wechseln. Ja, okay, da könnte jetzt halt... Ich muss da nochmal schnell schauen. Was ist denn... Ich kann das nicht anzeigen lassen. Multitip-Modus. Multitip-Modus. Ja, wir machen jetzt das einfach nochmal. Ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen begriffen. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu bei der Aussage, wie sonderbar, eigentlich verliere ich nie. Sagt sonst auch jemand in einem anderen Stream. Ich weiß es nicht. Also sage ich das an, ich weiß es nicht. Ich verliere immer.
So, jetzt muss ich noch mal schnell schauen. Also, als allererstes setzen wir. Das habe ich natürlich vorhin völlig falsch gemacht. Wobei, nein, was ich natürlich machen kann, ist Speer. Wieso setze ich nicht einen Speer dort? Die Frage ist, kommt der durch den Schrank durch? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Das heisst, es dürfen ja auch nichts im Weg sein. Ich setze hier einen Bogen dort. Und jetzt bin ich da noch mit dem da dran, da kann ich sagen, ich könnte mich bewegen, wenn ich würde wollen, aber das will ich nicht. Das heisst, hä? Weiter, Kapitel 2. Dann kommt der, macht das Ding kaputt. Okay. Okay, ich kann da rüber. Ich gehe da hin. Gehen. Und jetzt kann ich noch einen Angriff machen. Das ist da, wo ich noch nicht so ganz check, wie viele Aktionen kann ich genau ausführen mit denen. Also Speer. Zack, 5 Schaden. Let's go. Gut, er hat einen Speer. Wow, säckle da mehr vorbei. Der andere greift mich von hinten an. Ja, das macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden. He? Geil. So, auf dich schiessen wir jetzt direkt noch schnell. Zack. Das ist noch relativ easy mit dem mit Damage. Also quasi der höhere Damage zu verwünschen, ist mega easy. Was wir jetzt machen, wir pflanzen hier ein Schwertdude. Ich will nicht, dass der direkt auf meinen Bogendude losgeht. Das Problem ist, er kann wahrscheinlich hier hin und mich angreifen, oder? Das checke ich noch nicht so ganz. Ich glaube, man kann einfach nicht an diesen Möbel vorbei. Möbel schränken es ein. Er kann aber allen Gegnern vorbei und direkt zu mir, was er wahrscheinlich wird machen. Darum tue ich nicht hier hin. Der Applaus, der immer kommt. Ja, ich bleibe da, wo ich bin. Ja, jetzt. Ich greife am besten. Ich muss noch mal schnell schauen. Empfehlung. Empfehlung kommt 2 Felder weit. Aha, okay. Ich glaube, ich habe jetzt entdeckt, das Sandhörli. Das kostet mich wahrscheinlich einen ganzen. Also, ja, so einen Zug. Bin mir aber gleich noch nicht sicher. 0. Respektive, das hat einen Cooldown. Ist das echt das? Ich kann das nicht die ganze Zeit machen. Aha, okay. Aha, das nein. Sag ich, es macht auf beiden Schaden. Das ist eigentlich eher ein Flächenschaden. Ja, ich greife jetzt den da. Ist ganz klar. Oh, let's go. Und weg bist du. Gut. Die Frage ist jetzt. Das ist auch doof. Der hat nur noch 2 HP. Kann ich den retten? Indem ich da hinterher gehe. Jetzt geht irgendwie alles nicht so auf, wenn ich das will.
glaube, ich tue da jetzt auch Opfer. Ich greife jetzt auch an mit dem Dude. Nein, nicht so, nicht so. So, angreifen. Was greife ich? Oh shit, jetzt habe ich so. Nein, aber doch nicht. What? Was hat er jetzt gemacht? Hat er jetzt den Schrank angegriffen? Oh mein Gott. Nein, bleib du da, wo du bist. Wir lassen jetzt den Gegner zuerst mal machen. Ich könnte mich jetzt auch noch bewegen, mache ich aber auch nicht. Ja, das war jetzt ein bisschen doof gewesen, dass ich jetzt auch gar nichts gemacht habe mit dem. Er greift jetzt natürlich meinen Bogendude an, der ist direkt tot. Gut, ich kann den bewegen. Ich weiß auch noch nicht so genau, was der Unterschied ist zwischen... Also grün und gelb mal, ich kann einen laufen und einen gehen, aber wahrscheinlich kann ich noch einen nichts mehr machen. Das ist das Problem, oder? Das heisst, wenn ich da reingehe, kann ich nachher nicht angreifen. Das heisst, wir bleiben mal da mit dem. Okay, ich bin da noch schnell Knöpfe am Ausprobieren. Ich gehe mit dem hier rüber. Greife mit dem an. Zack. Gut. So weit in Ordnung, he? Das Tutorial habe ich verstanden. Gewonnen, wie offensichtlich. Wrr. Okay, wrr. Ja, so reagiere ich aber auch. He? Mhm. Stumpfsinn-Status. Hat er Loot, lieber Chat, wir haben Loot. Das Loot ist Leben, nehmen wir logischerweise. Gut, dann gehen wir da mal hin. Nach jeder Schlacht regeneriert sich ein wenig deine Gesundheit. Du fragst dich sicher um wie viele Punkte, wie ich es am Anfang bereits sagte. Das hängt von deiner Schwierigkeitsstufe ab. Noch einmal, was regeneriert? Ich habe es schon einmal gesagt und ich werde es wieder tun. Ja, ja, okay, ja, ja, das ist der Alte, jetzt vorher nicht gesagt hast. Ja? Ja, was ist, wenn ich alles verliere? Wenn deine Gesundheit auf Null sinkt, ist die Schlacht verloren. Wenn du eine Schlacht verlierst, wird deine Gesundheit vollständig wiederhergestellt und du verlierst eine Schreibfeder. Wenn du eine Schlacht verlierst und keine Schreibfeder mehr übrig ist, beendet das deine Reise. Ich habe noch zwei. Das ständige Zeichnen von Untieren lässt die Inkulinati ermüden. Jedes Mal, wenn du ein Untier zeichnest, steigt ihr Stumpfsinn-Level. Je höher der Stumpfsinn, desto mehr Tinte kostet es, ein Untier zu zeichnen. Und nun wiederhole. Inkulinati neigen stets zum Stumpfsinn. Inkulinati kennen keinen Stumpfsinn. Je höher der Stumpfsinn, desto mehr Tinte kostet es. Ja. Ohne Schreifeder gibt es keine Schreibfehler. Somit alles im Grünen. Genau, genau. Also gut, zeichne in der nächsten Schlacht verschiedene Untiere, kämpfe ein Untier gegen Untierschlacht oder besuche die Kapelle, um den Stumpfsinn zu verringern. Ja, also Kapelle, Stumpfsinn verringern. Ja. Jetzt muss ich da nochmal schnell, kann ich da mit der Maus schnell schauen, was das ist. Lebenstinte zu Beginn. Ja. Gesundheit, Schreibfedern, Gold. Prestige. Mhm. Ich find das noch ein bisschen mühsam. Es ist wie... Gut, vielleicht jetzt, wo ich es begreife, wie es geht, geht es vielleicht besser mit Maus und Tastatur. Aber das ist wie... Der eine Teil ist für Controller optimiert. Und da kann man jetzt Zeug anschauen, was man mit dem Controller gar nicht anschauen könnte. Grüezi, Absturz. Hello, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Wir gehen mal schnell in die nächste Schlacht, hä? Wir gehen schnell in die nächste Schlacht.
Wir schauen schnell, was wir hier haben. Sind das unsere Gegner? Duell. Das wird nichts, oder? Das wird nichts. Armeewechsel. Kann ich denn da jetzt... Oh! No, wait a second. Alles gut. Ja, ich habe halt gar nichts... Es ist halt alles schon ausgewählt, was ich auswählen kann. Das heisst, ich kann da gar nichts machen im Moment. Ja, also ich glaube, weiter. Art der Apokalypse. Apokalyptisches Feuer. Das Schlachtfeld schrumpft mit jedem Kapitel, bis es... What? Das ist ja PUBG da. Das ist ein Battle Royale. Ja, wir probieren es einfach mal. Mal schauen, ob jetzt da mit der Maus und Tastatur ganz anders ist. Gelegentlich müssen deine Untiere eine Schlachtfeldebene nach oben oder unten wechseln. Flugunfähige Untiere können Leitern benutzen, um eine Ebene nach oben oder unten zu klettern. Fliegende Untiere benötigen keine Leiter. Ja, also bei mir können leider nicht fliegen. Ja. Es gibt Untieraktionen und Attacken, die sich auf Gegner auf anderen Ebenen anwenden lassen. Ein Schwert bringt da nicht viel. Überprüfe die Aktionsreichweite deines Untiers um. Okay. Jetzt muss ich schnell schauen. Mit Maus und Tastatur kann ich eben noch rein und raus zoomen, oder? Okay. I got it. So kann ich wechseln. Das geht viel einfacher, muss ich ganz ehrlich sagen. Schnell raus zoomen. Wir haben hier Kätzchen, die angreifen. Katzen und Hasen. Wir sind oben, sie sind unten. Was kann ich denn... Schauen wir mal. Also mit dem Schwert kann ich nichts machen. Spalten, nichts. Ich weiß nicht, ob ein Bogenschütze etwas machen könnte. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir gehen runter, hinter den Hasen. Hinter den Hasen. Und dann teilen wir direkt einfach mal aus, oder? Ich frage mich jetzt, kann ich in... Vorher habe ich auf den Schrank geschlagen. Muss ich ihn zuerst als Ziel wählen? Schon nicht, oder? Anklicken. Upsla. Oh! Das Geräusch, schon er macht. Nein! Der andere, oder? Also, wir bewegen uns zuerst einmal. Nein, ich will eigentlich nicht... Aha, wait a second. Wieso kann ich den anderen nicht bedienen? Das geht jetzt natürlich nicht, hä? But why? Das macht doch keinen Sinn! Okay, keine Ahnung wieso. Hauen. Ja, ich hau dem jetzt da auf die Nase drauf. Ganz einfach. Very gut! I love it. Büssis! Büssis! Ich plage ja ungern Büssis. Also im Hals haben wir jetzt auf die Schnauze gegeben, aber das Büssi. Das tut mir dann schon ein bisschen. Also, mache ich nicht gern. Aber was muss sein. Und Tecki, grüezi wohl. Tecki, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Übrigens, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben. In Culinati zocken wir da, probieren wir aus. Early Access Game verfügbar auf dem Game Pass. Auch auf Steam verfügbar. Aber im Game Pass inklusive. Bis jetzt bin ich mehr verwirrt als sonst etwas, aber es funktioniert. Aha. Das ist jetzt auch wieder etwas. Ich kann nochmal eine Aktion ausführen, oder? Das ist da, wo ich noch nicht begreife, wie viele Aktionen kann ich denn genau ausführen. Wieso kann ich mit dem Hund hier gar nichts machen? Das ist da, wo ich echt noch nicht checke. Und das ist der Cooldown. Das heisst, ich kann jetzt nicht nochmal hauen. Wahrscheinlich in der nächsten Runde auch nicht. Oder? Das heisst, kann ich mich bewegen? Ja, ich bewege mich hier über. Nein. Was ist denn hier? Ah nein, ich will nicht. What? Nein, das ist ein Gegenstand bewegen. Das ist aber auch nicht da, wo ich will.
Ich kann mich selber auch bewegen. Da komme ich einfach noch nicht ganz draus. Ich kann ja alles bewegen, so wie es aussieht. What? Okay, wir schauen uns das nochmal schnell an. Kann ich jetzt... Ich bewege mich drüber, dann bin ich, glaube ich, safe. Okay, ich glaube, das habe ich jetzt auch begriffen, wie das funktioniert. Und ich kann immer noch etwas machen, aber das lasse ich jetzt sein. Es sieht, ich finde es eben auch mega, mega cool gemacht. Also, da sind sie wirklich kreativ. Der Lümmel, der. Was war jetzt das? Da habe ich nicht gewusst, dass das geht. Wie bewegst du deine Augen? Du kannst deine Augen, manche nennen sie auch Kamera. War gut. Aber im Mittelalter war die noch nicht erfunden. Bewegen, um die Manuskripte oder das Schlachtfeld zu studieren. Okay, mit Pfeiltasten. Hä? Kann ich das nicht mit WASD machen? Mal schnell schauen. WASD, nein, Pfeiltasten, ja. Hä? Okay, das ist auch gut zu wissen. Die Kameras, die beiden Kameras. Sehr gut. Aber wieso ist jetzt... Ich habe doch nicht gewusst, dass mein Dude jetzt hier runterfallen kann. Aha, das ist aber genau da. Wir haben ja hier irgendwie Apokalypse. Wahrscheinlich werde ich jetzt da gerade verbrutzelt beim nächsten Ding. Muss ich schauen, dass ich da immer in der Mitte bleibe? Egal. Der Hase zuerst mal. Der Hase, der muss jetzt daran glauben. Oh, ja, let's go. Ja, 9 Schaden. Tot. Oh nein, jetzt kommt Katz. ja, der andere ist halt weg, oder? Der andere ist halt weg. Der andere muss zuerst an dem da vorbei. Das heisst, im nächsten Zug kommt Katz wahrscheinlich noch nicht da in meine Region. Ich kann nicht hauen, weil das auf Cooldown ist. Okay. Ich glaube, ich begreife es so langsam. Ich könnte jetzt aber etwas anpflanzen. Hm? Wahrscheinlich muss ich es langsam machen. Die Frage ist nur. Ich tue da einen zwischen nie. Nein, dann macht er wieder das Gleiche, dann schubst du ihn runter, oder? Ah. Ich werde mal schnell einfach einen Bogen tun. Da kann ich nicht da oben machen. Ah, das ist wieder der Umkreis. Uff. Also, dann mache ich... Das ist jetzt recht auf. Kann ich mich zuerst bewegen? Ich bewege mich zuerst. Ich gehe eins führen. Und jetzt... Der Ton ist auch gut. Oh! ich will schnell wissen, ob der Bogentuch runterschiessen kann. Darum mache ich mir jetzt so einen an. Ich kann ja das ewig machen. Das ist einfach etwas, was ich auch noch nicht checke. Gut, die da gehen mir raus, aber ich glaube, Leute anpflanzen kann ich irgendwie die ganze Zeit, so wie es aussieht. Okay, dann mache ich ein Schwert und mache ich noch da unten. Ich muss das hier einfach loswerden. Also, let's go. Das muss länger. Nein, einen kann ich noch nach links bewegen. Oh, nein, das hätte ich nutzen, Chat. Wenn ich jetzt da etwas gehabt hätte, hätte ich den nach links aus der Map rausbrechen, oder? Da habe ich jetzt verkackt. Ja, dann lernen wir es jetzt noch sehen. Ah, oben links habe ich einen Tintentopf. Okay, man muss das nachher anschauen. Okay, das macht Sinn. Das macht noch Sinn. Ich kann nicht ewig Untier zeichnen. So, was hast jetzt du da Lustiges gemacht? Kann ich jetzt mit mehr sagen, dich kicken wir jetzt einfach weg? Ja? Raus hier? Ja, tatsächlich. Easy peasy, oder? Ja? So nicht? Bye bye.
Gut, jetzt kann ich mit mehr als sagen. Also ich muss da noch Katze 13 von 13 muss ich noch fertig machen. Was ich noch schnell schauen möchte, Bogenschützen. Wie weit kommst du? Halt gar nicht weit. He? Hat dieses Untier hat sich. Ah, ich habe mich. Okay, never mind. Nochmal schnell mit mehr. Aha. Ja, dann lassen wir es aber sein. Wenn ich keine anderen Züge mehr habe, dann lassen wir es jetzt genauso sein, wie es ist. Ich glaube, ich muss nicht mit allen schlummern. He? Das ist halt das. Ich hätte jetzt irgendwie mit allen noch bin ich auf Schlummern gegangen. Darum habe ich jetzt überhaupt nichts machen. Ich glaube, es liegt an dem. Schnell schauen. Jetzt bin ich am Schlummern. Alle anderen sind aktiv. Das Problem ist. Mhm. Das bringt natürlich nichts. Das bringt mir nichts. Wait a second. Bogendude. Du kannst jetzt doch da irgendetwas machen. Tatsächlich. Let's go. Wir greifen natürlich jetzt den Dude an. Oh, okay. Das Vieri habe ich nicht verwünscht. Dein Untier ist ein Ketzer. Hast du ein gesegnetes Untier angegriffen? Nein. Nein. Spiel, das hast du falsch gesehen. Die einen, die kannst du noch platzieren, haben Anzahl Tintentropfen. Okay, das heisst, ich muss, ja, okay, muss ich mich achten. Und das Schlummern kostet mir übrigens auch Tinten, habe ich vorher nicht gesehen. Und ich sehe auch vom Gegner dem Fall Tinten. Ja? So wie sie aussehen. Hast du ein gesegnetes Untier angegriffen? Ja, ein Bischof vielleicht? Maybe. Hast du einen dunklen Heiligenschein über dem Kopf? Ja, dein Untier nimmt nun doppelten Schaden. Durchgesalbte. Es sei denn, es betet oder erhält einen hellen Heiligenschein. Gehe Priestern, Bischöfen der ganzen Kirche allgemein besser aus dem Weg. Ja, du, ich muss hier die Katze töten. Sonst tötet sie mich, ne? Also. Oh nein. Ja, jetzt muss ich schnell schauen. Ich habe Gebet. Ich könnte jetzt Gebet machen. Ich nehme doppelten Schaden. Aber zuerst. Hä, ich tue jetzt nicht beten. Jetzt wird angegriffen. Let's go. Ah, oh, das geht nicht. Wieso geht's nicht? Weil. Ach, da bin ich immer noch. Ich bin immer noch im gleichen Zug. Das ist das Problem. Das ist nicht der nächste Zug, den wir hier haben. Alles gut. Das heisst, auf. Kann ich mich mit dir zuerst bewegen? Zwar hier hin und dann angreifen. Hä? Jetzt tu das. Von hinten dann noch. Oh, nein. Ketzerei, nein! Ja, jetzt habe ich ein bisschen Problem, weil der sich hier im Weg ist. Was ich jetzt einfach noch nicht begreife. Ich kann jetzt ja Schlummer machen. Aber ich muss ja, also ich muss ja nicht zwingen. Wie kann ich auch sagen, hey, Runde beenden und so? Ohne Schlummern. Oder ist das genau das, was ich halt muss? Nein, das kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Das check jetzt echt noch. Was ist das hier? Ja, das ist wirklich, das check jetzt noch nicht.
Das Ziel fällt in einen Schlummer, was seine Runde beendet. Ja, aha, okay, auf das kann ich natürlich auch noch schauen. Lebenstinte, das heisst, er bekommt nicht Leben, sondern ich bekomme Tinte, wenn ich jetzt schlummere. He? Das ist da, was jetzt passiert. Tatsächlich. Okay, gut, habe ich auch begriffen. Das heisst, ich muss ja so ein bisschen Balance finden zwischen Tintenverbrauch und Aktionen, die ich halt auch ausführe. Hey! Hey? Kein Seich jetzt da, hä? Kein Seich. Ich habe gemeint, an denen kommen sie nicht vorbei. Das ist einfach auch nicht wahr, oder? Shit. Kann ich dich jetzt aufs Feuer raufkicken? Also, wir probieren jetzt das schnell. Was ist, wenn ich dich jetzt hier abstoße? Tot. Aber ich bin natürlich nicht genug nüchtern. Oh, fies! Wie. Wait a second, das bringen wir schon irgendwie hin. Ich muss schnell überlegen. Kann ich. Ich könnte mich um eins bewegen. Jetzt machen wir etwas ganz Verrücktes. Wir schieben zuerst die Katze eins näher. Das geht nicht, hä? Wieso geht jetzt das nicht? Da komme ich einfach immer noch nicht so richtig draus, wieso es jetzt das nicht geht. Sie ist zu weit weg. Nein, das ist logisch. Sie ist zu weit weg. Das heisst, ich habe da irgendwie. Ich kann die Katze halt nicht töten. Aber was ich machen kann, ist logischerweise mit dem Bogenschütz hin. Das heisst, da müsste ja gehen. Ich gehe hin, stoße ihn weg. Oder? Let's go. Easy peasy. Hä? Unfair gekämpft, aber hey, der Win ist unser. Troy, Tanzen ruft an, Massi, wie jede Woche, auch viel Spass euch beim Tanzen, Massi. Schön hast du reingeschaut, merci für den Lurk. Danke vielmals, tschüss, Massi. Bis bald. So, let's go. Der Geschmack des Sieges ist beinahe so gut wie mein Gebräu. Ich kann es nicht glauben, ich war im Vorteil. Komm. Du kannst gar nicht mehr reden, du bist tot. Aber ich finde es irgendwie noch nice. Ich habe jetzt einen Moment gebraucht, bis ich reinkomme. Aber ich glaube, ich begreife noch nicht so ganz alles. Aber ich finde es mega nice gemacht. Ich finde es echt nice. Jetzt Stumpfsinn-Status. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, da blicke ich noch nicht wirklich so ganz durch. Ich weiss, sie werden halt teurer, je grösser der Stumpfsinn ist. Aber ja, ist es so, wie es ist. Ich kann da jetzt nichts ändern. He? Alles nehmen he? Und Tiere. Holy moly! Jetzt geht die Post ab, oder? Wir haben axtschwingende Kreaturen. Wir wissen aber nicht, was für eine Kreatur. Seine Axtangriffe attackieren zwei angrenzende Felder auf einmal. Seine Attacken fügen auch freundlich gesinnten und Tieren Schaden zu. Ui. Ziemlich gute Reichweite für einen Fuchs. Sein Speer erreicht Gegner, die sich hinter Hindernissen oder auf einer anderen... Den nehme ich. Gar nicht überlegen, den nehme ich. Zur Info. Hast du geschrieben wegen dem Boot? Boot. Das Boot. Boot einrichten. Stream. Ich habe eine Antwort bekommen, dass er das mal anschaut. Okay. Prestige erlaubt es dir, Dialogoptionen zu wählen, die einfachen Bauern verwehrt sind. Berühmt zu sein hat halt seine Vorteile. Dankeschön, Meister. Ich liebe dich, Meister.
Meister, das hat mir rein gar nicht weitergeholfen. Aber du bist und bleibst der Beste. Ich finde auch die Optionen, die man auswählen kann im Gespräch, mega gut. Ich nehme jetzt genau da. Als nächstes verwirrst du einen Schauplatz. Was verwirrst du? Als nächstes wirst du einen Schauplatz besuchen, der nicht Teil der Schlacht ist. Hier stellst du dich keinem Kampf, sondern triffst eine Entscheidung, die deine Ressourcen beeinflusst. Bewege deine Maus über den Schauplatz, um mehr darüber zu erfahren. Na gut, Meister. Willkommen. Möchtest du etwas von meinem belebenden goldenen Gebräu probieren? Hey, du siehst ja gleich aus wie ich. Gerne doch, hier mein Gold. Maximal Gesundheit plus 2, minus 5 Gold. Wir haben 135 Gold. Okay, da kann ich halt nicht wählen, weil mir da der Prestige fehlt. Ganz ausgeschlossen. Niemals würde ich diesen abscheulichen Zeitvertreib erliegen. Ich versuche, die Öffentlichkeit durch meine Tugend zu beeindrucken. Gib mir 50 plus Prestige. Das ist aber noch nice. So, entweder kauf etwas oder bekomme Prestige. Was könnte ich denn da? Okay. Ich könnte halt einfach dann auch mega coole Sachen haben. Ich gehe jetzt auf Prestige. Ich gehe tatsächlich auf Prestige. Das heisst, ich habe 90 Prestige am Platz verlassen. Wir gehen weiter zum Yoda. Der Yoda sieht doch aus wie der Yoda, oder? Du hast das Ende der winzigen Karte erreicht. Am Ende jeder Karte erwartet dich ein Meister der Inculinati. Diesen in der Schlacht zu erschlagen, erlaubt es dir, deine Reise fortzusetzen. So quasi der Boss. Zunächst jedoch wirst du mich, I'm sorry, what, besiegen müssen, um die Abschlussprüfung der Akademie zu bestehen. Worauf sollte ich mich bei diesem Schlachten konzentrieren? Wie kann ich... Jochen. Folgendes ist von großer Wichtigkeit. Du benötigst eine große Auswahl verschiedener Untiere. Habe stets das Maximum von 5 Untieren an deiner Seite. Bald schon wirst du neue Untiere erhalten, also plane sorgfältig und achte auf den Stumpfsinn. Danke für das Gespräch und jetzt lasst uns kämpfen. Danke für das Gespräch, aber ich habe nichts davon verstanden. Wäre gut, Mann. Wait a second. Ich habe gar nichts gesehen. Man hätte doch eine Wahl. Das ist jetzt schon zu spät. Bezahle Gold, um deine Lebenstinte zu Beginn permanent zu erhöhen. Okay, ich komme jetzt nicht raus, was der Unterschied soll sein. Wir gehen aber weiter. He? Wir gehen weiter. Oh, was bezahlen Gold für Gegenstände? Ja, ich habe zwei. 25. Du wirkst irgendwie zwielichtig. Von dir kaufe ich nichts. So, komm, zeig mal einen, Dude. Zeichne ein Fass. Wirkt auf ein einzelnes ausgewähltes Ziel. Schaffe ein Hindernis, das ein Feld einnimmt. Ja, aber irgendwie weiß ich noch nicht, es geht auch. Also, Katz kann wahrscheinlich einfach ein Hindernis vorbei. Wahrscheinlich läuft es so. He? Pult mit Kleidern, ja, das haben wir. Großer Segen erhöht das Level des Heiligenscheins um 2. Ja, da, ich glaube nicht, dass wir etwas brauchen. Oh, also könnte ich da den Stumpfsinn ein bisschen runter machen. Der Stumpfsinn. Ja, aber wenn ich jetzt nicht mache, dann komme ich wieder ins... Okay, jetzt hat es mich verarscht, oder? Jetzt hat es mich verarscht, weil ich geschaut habe. Ich habe jetzt geschaut und habe nichts gekauft und habe einfach gar nichts bekommen. Okay, gut zu wissen. Wow. Jetzt dachte ich, ich bekomme da mein Prestige. Aber... Duell, ja, let's go. Warum bist du hier? Was hat das zu bedeuten? Ja, Meister, du hast mir es vorhin ja gerade erklärt. Meister, ich bin gekommen, um die Abschlussprüfung abzulegen. Das ist nicht lustig. Meister, geht es dir gut? Du siehst ein wenig mitgenommen aus. Das ist schon besser. Meister, Sinn ist
nur eine Projektion des eigenen Ichs, um erlebten Schmerz zu mindern. Ich benötige ihn nicht. Ja, das klingt super. Ich habe nichts verstanden. Kaffeesip, aha, ja, verstehe alles total. Afro Wolfi, hello. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich find's ein cooles Game, ich muss sagen. Ich finde den Humor auch nice. Deine Worte füllen die Leere. Ich bin stolz auf dich. Lass uns mit der Prüfung beginnen. Also ich kämpfe jetzt gegen Yoda. Armee wechseln. Jetzt Honey. Okay, 4. Ich habe Maximum 5, kann ich glaube haben. Aber ich habe halt jetzt Nummer 4. Da habe ich... Oh. Wait a sec. Nein, da nicht einmal eins mehr. Nein, ich habe glaube da immer 3. Also ich kann da nichts machen. Talente. Da kann ich nichts machen. Gut, meine Armee ist so weit... genau so, wie sie muss sein. Da haben wir noch den Überblick von der Map übrigens, was auch nice ist. Mhm. Ich sehe da was. Oh, holy moly, Flatulenz. What? Wait a second. Verursacht 5 Schaden an Einheiten, die in der Nähe des explodierenden Elements positioniert sind. Also ich habe so etwas. Wow. Eine Pflanze. Und Tiere mit Flatulenz explodieren nach ihrem Tod. Die Größe der Explosion hängt davon ab, ob ein Untier der Flatulenz ein- oder zweimal ausgesetzt war. Was? Oh mein Gott, ich verliere das ja 100 Pro, oder? Also, wir machen jetzt auch mal. Ich kann nicht gross, he? Ich kann da nicht gross, I don't know, Stumpfsinn. Die Schriftgelehrten der Inkulinati langweilen sich, wenn sie immer und immer wieder dieselben Untiere zeichnen müssen. Abhängig von deinem gewählten Schwierigkeitsgrad erhöht sich der Stumpfsinn-Level eines jeden Untiers, sobald du es auf deiner Reise zeichnest. Die Menge an Lebenstinte, die zum Zeichnen eines Untiers benötigt wird, steigt mit dem Level an Stumpfsinn. Ich finde das mega kreativ. Das ist echt nice, muss ich echt sagen. Also -2 heisst, es ist 2 teurer. Wenn du während der Schlacht ein bestimmtes Untier nicht zeichnest, sinkt dein Stumpfsinn-Level um 1. Wenn du während deiner Schlacht verschiedene Arten von Untieren zeichnest, kann das nur von Vorteil sein. Mhm. Also, Überblick. Ja, da ist der Master. Und haben wir da schon irgendetwas Gefährliches rum? Ich bewege mich mit dem da mal schnell. Okay, jetzt sehe ich ja die Vorschau. Die Vorschau sagt natürlich, ich kann mich da bewegen, aber ich bin da direkt am Schlafen. Aha. Ja, aber das ist eigentlich... Du kannst da über. Wie sieht das aus? Das bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Ich gehe mal mit dir da rauf. Direkt mal ab Front führen. Er zeichnet ein Dude. Und er zeichnet ein Dude. Aber kann ich den auch noch zeichnen? Hey! Also jetzt müssen wir da schnell gucken. Bohnenberster. Ziemlich gebrechlich für einen Berster. Attackiert stets 3 Felder auf einmal, angegrenzte Felder ausgenommen. Kann bei Bedarf jederzeit explodieren. Explodiert außerdem nach seinem Tod. Oh Jesus. Okay, interesting. Wenn ich jetzt das mache, dann ist der direkt tot, oder? Direkt tot. Also bei? Ah oh nein, kann ich nicht. Ich bin zu weit weg. Ja, vergesse immer, ich muss in der Nähe sein. Das ist mein Radius. Okay. Das wäre viel zu einfach gewesen, I know.
Ich mache aber, ich kann hauen, und das in einem grossen Radius. Wie sieht das aus? Kann ich dich, den kann ich jetzt auch hauen. Interesting. 3 von 8. Donkey Kong, ja, irgendwie schon ein bisschen, oder? Das sieht wirklich danach aus. Ich muss. Ja, es sollte wirklich nicht. Das ist endlich noch nice. Das ist nice. Der kommt doch sicher. Ich pflanze den mal hier an. Ich habe das Gefühl, das ist nicht schlecht. Oder hier rüber. Pflanzen mal hier rein. Da können über mehrere Ebenen angreifen, was schon mal nice ist. Und jetzt weiss ich halt schon nicht mehr. Noch einmal schlummern. What are you? Hey! Frech. Die Armee des Meisters. Du solltest wissen, dass ich meine Untiere zum Explodieren bringen kann. Ja, das habe ich gewusst. Ich liebe den Geruch von Explosionen früh am Morgen. So, jetzt kommen Filmreferenzen für. Das ist gut. Dafür bekomme ich sogar einen extra Tropfen Lebenstinte. Das ist ganz frech. Holy shit. Nicht nur können sie auf Befehl explodieren, sie explodieren auch, sobald sie getötet werden. Erwähnt ich das schon? Ja, das haben wir gecheckt. Shit. Wait a second. Mit der komme ich wie weit? Komme ich nicht. Das ist der Umkreis, ist eine Ebene. Auch mit dem. Okay. Da kann ich nochmal auf das nächste Feld. Das heisst, ich mache jetzt Folgendes. Ich halte einfach niemanden an. Ja, wenn ich jetzt hier raufgehe und der angreife, der explodiert dann. Was ich jetzt aber noch nicht begriffen habe, irgendwie. Ja, aber dann nehme ich auch schon direkt Schaden. Explosion verursacht 5 Schaden an Einheiten, die in der Nähe des explodierenden Elements positioniert sind. Ja, das ist irgendwie ein bisschen fies. Das heisst, ich muss ja da meine Leute opfern. Wobei, ich habe ja zuerst mal... Nein, so, das ist auf cool da. Das ist halt ein bisschen doof. He? Ich kann mit dem rauf und dann kann ich einen Angriff machen. Theoretisch. Theoretisch, oder? So, jetzt mache ich mit dir. Und dann ist er gar nicht wahr. Nein, mal. Eigentlich schon. Stehe ich jetzt wirklich am falschen Ort? Are you kidding me? Ich kann nur direkt rauf. Ja, es sieht fast so aus. Nein. Hä? Ja, das ist jetzt doof, hä? Aber ich gehe nicht zu dem rauf. Das ist einfach. Das bringt mir nicht. Schnell schauen. Ja, ich gehe einfach auf Schlummern. Let's go. Jetzt kommt er runter. Das ist gar nicht gut. So, jetzt. Also, der kann ich ja schon mal einfach direkt Schaden machen. Was ich aber hier auch noch mache, ist, ich pflanze hier einen Speerdude hin. Oh, die Schwertdudes sind auch mega teuer geworden. Ja,
Ich muss da irgendwie etwas machen, aber er hat halt einen mega Radius, das ist halt ein kleines Problem. Shit. Ich glaube, bei seinem Angriff ist sogar das nächste Feld. Im nächsten Feld nehme ich keinen Schaden, dann hätte ich das noch einberechnen müssen. Ich kann ihn nicht auf die Schnauze hauen, das ist natürlich auch scheiße. Shit. Ja, ich has halt wieder falsch gemacht. Ich hätte da einen können pflanzen. Nein, das ist auch nicht wahr. Oh mein Gott, ich komme nicht raus. Was ich weiss, ich kann dem jetzt keinen Schaden machen. Und da muss ich jetzt schnell schauen, was ich mit dem mache. Ich kann ja gar nichts mehr machen. Also, let's go. Das war's. Also, ich werde hier 100% verlieren, oder? Ich habe keine Chance. Was mich einfach nervt. Dass ich den Dude nicht angreifen konnte vorhin. Ich mache es jetzt auch mal schnell. Oder nicht? Kommt der gar nicht da durch? Ich greife schnell den hier an. Ich nehme da etwas Wunder. Oh shit, ich habe es verpasst. Gut, du machst jetzt Schatten. Er geht halt runter, er kann halt runter. Hey! Ja, die Map wird kleiner, oder? Kann ich dich jetzt schubsen? Nein, ich bin nicht genug nah dran, es ist halt im Weg. Kann ich mit der Treulina sagen, du bist tot. Du bist tot. Nein. Jetzt ist halt das Problem mit dieser Explosion. He? Ja, drei Felder, das ist halt mega, mega Radius, oder? Kann ich dich da, wenn ich dich einmal über den Schubsen, zweimal über den Schubsen, dann nehme ich keinen Schaden mehr. Aber er ist ja wegen dem nicht tot. Also, wait a second. Was kannst du machen? Also, nein, ich kann nur... What? Da komme ich einfach auch noch nicht so ganz draus. Fünf Schaden. Ich bin mega überfordert, glaube ich. Also, wenn ich das selber mache. Also, wait a second. Pflanze da schnell so einen hin. Was jetzt ist, wenn ich den Dude kann drüber schubsen, dann ist er weg, oder? Dann ist er weg, oder? Bye bye. Let's go. Holy shit. Jetzt kommt der wieder. Wow, das ist mega viel Schaden, was du da machst. Du bist jetzt aber weg, aber das Problem ist, mein Dude ist auch weg, oder? Wenn der explodiert,
Aber es muss jetzt halt... Oh, wait a second. Ich hasse... Wir müssen da mit dem Schubsen arbeiten, oder? Ich gehe da rauf, schubse den da rüber und dann haben wir keine Probleme. Keine Probleme. Nein. Wait, das ist der Falsch, oder? Ich brauche den da. Nein, das kann ich nicht. Oh mein Gott, ich glaube es nicht. Wieso geht jetzt das nicht? Wieso geht jetzt das nicht? Oh no. Okay, jetzt tue ich einfach wahrscheinlich zwei Opfern, oder? Das ist auch etwas, was ich noch nicht so ganz begriffen habe. Also komm, let's go. Ich muss es halt machen. Das war jetzt ein bisschen ein Fail gewesen. Nein, come on, er ist halt nicht tot. Oh mein Gott. Chat, Fail. Aber jetzt kann ich es ja machen. Ja, das ist jetzt nicht... What the hell? Ich komme nicht raus. Bin jetzt doch nicht mit dem dran. Aha, nein, der ist jetzt halt... Ist jetzt der am Beten? Wieso? Geil. Also, du gehst jetzt zuerst mal ein bisschen rauf da. He? Ich würde jetzt mal sagen, so weit wie möglich. Let's go. Feuerfunken. Jetzt geht die Post ab. Jetzt muss ich da den Yoda einfach besiegen. Jetzt ist es so weit. Hey. Ja, das habe ich begriffen. So, jetzt. Also ich gehe jetzt auch mal an den Ende. Oh ja, da. Aus dem Feuer raus. Greifen an. Ganz normal. Sechs Schaden. Hey! Oh nein, das ist... fuck, ich habe natürlich vergessen, dass der das... Ich kann ja das auch machen, Mann! Ich habe halt... Oh mein Gott, ich habe sie mega doof platziert, oder? Aber wenn kann ich den Yoda auch umschieben? Ich kann jetzt den rausschieben, oder? Theoretisch. Wenn ich jetzt sage... Also, ja... Oder kann ich das nicht machen, wenn ich im Feuer bin? Da muss ich jetzt fast ausprobieren. Ich weiss jetzt halt wirklich nicht. Ich gehe mal hin. Und dann schubse ich den sich. Bye, bye. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das geht. Das ist ja, wow. Okay. Ja, aber das ist ja auch krass. Da muss ich ja auch immer aufpassen, dass mich niemand abschiebt. Also jetzt, so wie ich ja platziert bin, hat mich, wenn ich jetzt hier am Dude stehe, könnte er mich einfach rausschieben, oder? Das ist doch vorbei. Okay, krass. Also, let's go. Minus 4. Wir machen weiter. Chat und Tiere. Mistgabel. Bogen. Bischofartige Kreatur.
Den nehmen wir jetzt. Ich will auch so einen Bischof. Handelsaktion. Erhöhten Level des Heiligenscheins um eines verbündeten Untiers um 2. Zwingt ein gegnerisches Untier zu einem Schlummer und dem Aussetzen einer Runde. Heilt ein Untier oder winzigen Inculinati um 4 Gesundheit. Ich nehme das an. Wir können einen Schlummer quasi auf den Gegner machen. Gewährt 4 Tropfen Lebenstinte, wenn eine Handaktion ein Untier tötet. Sind das passive Effekte? Ah, das sind. Okay. Das ist da, wo ich da habe. Ich frage mich einfach, ersetzt das denn das? Gewährt 3 Tropfen Lebenstinte für den Tod eines jedes freundlich gesinnten Untiers. Ich nehme das. Okay, ich habe beide. Großartig. Dank dir können wir mit den Feierlichkeiten beginnen. Lass uns gehen. Du bist doch jetzt tot, Meister. Meister, wo ist deine würdige Party? Party! Ich muss schon sagen, Flatulenz und Explosionen sind unheimlich befriedigend. Aus diesem Grund verpasse ich keine einzige Party. Weiter. Also der Humor ist echt nice. Ist echt nice. Oh, Tech, ich habe es gar nicht gesehen. Ich muss los, nächstes Meeting. Dir noch ganz viel Spaß und hoffentlich bis gleich. Bye, bye, Troy, bye, Chat. Techie, sorry. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es erst jetzt gelesen. Tschüss, Techie, schön, dass du da bist. Wahrscheinlich hörst du es nicht mehr. So. Also, let's do this. Wir haben noch ein paar Minuten. Jetzt hat es mich aber schon ein bisschen gepackt. Ja, wir haben jetzt hier Party am Laufen. Ja, endlich müsste ich es lesen, weil es halt lustig ist. Und dann greift Tod nach dem Häppchen und die Sense setzt zum Todesstoß an. Der Meister geht zu Boden. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt eine Geschichte, die er erzählt hat. Ja, komm, wir gehen da weiter. Um das Ganze auf den Punkt zu bringen, dein Meister ist tot. Obwohl er vorhin gerade noch mit mir geredet hat. Glaube mir, ich kenne mich damit ziemlich gut aus. Wir können ihn wieder zum Leben erwecken, aber um das zu tun, musst du mich in einem Duell besiegen. Sollte dir das gelingen, erfülle ich dir deinen Wunsch, deinen Meister auferstehen zu lassen. Dann los, ich werde dich vernichten. Du musst dich auf eine meisterliche Reise begeben und mindestens 3 Meister der Inculinati besiegen. Nur dann bist du gut genug, um dich mir entgegenzustellen. Ich werde dich an meinem Hof erwarten. Bis dahin gehab dich wohl. Keine Sorge, es wird schon zu einer großen, zu einer Wiederauferstehung kommen. Bis dann. Aber warte. Okay. Wir gehen in die nächste Schlacht. Wir schauen schnell, ob wir die Armee können. Pimpen. Jetzt haben wir 5 von 5. Wir haben den Schlummer aktiv, wir haben eine neue Passivfähigkeit. Map ist einfach gerade. He? Easy. Easy peasy, sage ich. Wow, das ist schon ein bisschen crowded. He? Untierkämpfe. Ich wette, das ist deine erste Schlacht ohne einen Winzling. Auch in Schlachten wie diesen ist es wichtig, welche Untiere du auswählst. Denn sie sind diejenigen, die für dich in die Schlacht ziehen. In Schlachten wie diesen wähle stets deine stärksten Untiere. Natürlich verlierst du Schreibfedern, wenn der Gegner dich besiegt. Eine gute Nachricht gibt es dennoch. Stumpfsinn zählt hier nicht. Tatsächlich verringert sich der Stumpfsinn-Level all deine Untiere nach der Schlacht sogar. Gute Neuigkeiten, sehr schön. Ullen auf Hohlocket, mein Herre. Wie wollet es euch heute? Ullenmann! Ihr gell, das ist halt einfach der Yoda, das habe ich vorhin auch gesagt. Ullen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's gut, ich kann mich nicht beklagen. Behalte im Hinterkopf, dass du Gesundheit und andere Effekte erhältst, sobald du während eines Untierkampfs 12 Tropfen Tinte gesammelt hast. Ja, 12 Tropfen. Also jetzt gibt es auf die Schnauze. He? Ich weiß einfach noch nicht, wie ich es anfange.
kann gestoßen werden. Also, was ja jetzt mega fies ist, oder? Wenn ich jetzt an den auch noch käme, könnte ich den einfach von der Map stoßen, oder? Ist das richtig? Das heisst, was mache ich jetzt? Oh nein, ich bin selber nicht vertreten, das ist das Problem. Aber dann mache ich das so. Ich gehe mit dem hier vorne. Ich habe keine andere Wahl. Und was ich jetzt mache, ich stoße. Oh, wie viel Abklingzeit hat stoßen? Null. Ich stoße das hier ab. Weil, ja, brauchen wir nicht mehr, ist im Weg, oder? Gut. Dann komme ich mit dem nächsten. Ah, nein, jetzt ist er am Seitzug. Logischerweise. Jetzt wird es interessant. Ich gehe mit dir. Also ich weiß noch nicht, ob das mit dem Stoßen wirklich funktioniert. Das ist ein anderes Problem. Ich komme halt mit Cam hier rüber. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Dann ja, kommt Bogenschütz. Kommst du so weit? Du kommst nicht so weit. He? Bogenschütze, du musst nach vorne. Was ist denn das für ein Game? Was zur Hölle? Es ist Inculinati, aber es ist mega lustig. Es ist mega kreativ gemacht. Der Background ist echt ein Fleckmoos. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist recht speziell. Oh, was ist jetzt? Was ist am Abgehen? Ja, okay, nice. Dreifach ziehen. Mhm. Jetzt gibt es auf die Fresse, hä? Zwar eher drei. Wow! Okay, das ist auch sehr speziell. Schon sehr speziell. Gut, er. Was? Ey. Was hat er jetzt gemacht? Ich bin gar nicht nachgekommen. Muss mal schnell schauen. Okay, das kann ich auch so auswählen. Jetzt kann ich mich bewegen. Nirgendwo. Wait a second. Ich habe eine Idee. Wenn ich dich schubse, bist du nachher nicht der, bist du dazwischen in. Aber der Bogenschütze, Mann. Der Bogenschütze ist halt zwischen in. Nein, wait a second. Das ist doof. Wenn schon. Nein! Ich habe falsch geklickt. Ja, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre eigentlich jetzt noch cool gewesen. Oh nein, wieso, Mann? Das ist jetzt richtig doof. Also, geh da vorne, schubse dich. Zwischen innen. Jetzt wird es interesting. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Es macht Sinn, dass das passiert, oder? Macht Sinn? Oh no, okay, wow. Oh shit. Oh nein, ich glaube es nicht, oder? Ich bin so dumm. Oh no. Das Spiel ist ja hure nicht leid. Ja, also ich finde es echt nice. Vieles begreife ich noch nicht so ganz, wie es genau da, was passiert ist. Das macht mega Sinn, aber ich habe es halt nicht gesehen. Ich habe gedacht, einschubsen nachher nicht den da. Aber dass er ja natürlich vorher noch am Zug hat und einfach mich abschubsen, weil ja der nicht am Schlummern war. Auf den muss ich natürlich auch noch schauen. Ja, jetzt ist es ein bisschen doof, ne? Ein bisschen doof.
Ich bewege mich schnell da rein, ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Und dann mache ich Schlummer, oder? Ist einer noch, braucht einer noch Heal? Also Gegner, die muss ich sicher nicht heilen. He? Lass ich mal so sehen. Gut, Kapitel 2. Ja, welcome to Turn-Based. Hoi Polly, grüezi. Schön, dass du da bist, wie geht's dir? So, jetzt ist es doof, jetzt ist es halt einfach doof. Wait a second. Okay, ich habe eine Idee. Ich nehme den Bogen dort und jetzt wird geschubst. Das heisst, da ist nachher das Ding. Ja. So. Schubsen, zack. Genau. Und jetzt kommt der da rüber. Greift mich von hinten an mit dem Bogen. Ich lebe aber noch. Das heisst, jetzt kann ich ganz sicher einen abschubsen, oder? Jetzt kann ich aber ganz sicher einen abschubsen. Und zwar gehe ich da vorne. Sage schubsen. Und sage bye-bye. Let's go. Du kommst. What? What? Okay. Das war jetzt ein bisschen fies, hä? Ja, sind jetzt einfach alle am Schlafen, oder? Alle am Schlafen. Ah, unumstößlich, das habe ich halt auch nie so richtig gebraucht. Geht gut und selber, ich kann mich nicht beklagen, Polly, alles gut. Es ist Inculinati, turn-based, mega kreativ. Es ist so quasi wie in einem gezeichneten Buch, so eine Geschichte. Aber du kannst das so eben turn-based, kannst Angriffe machen, kannst aber auch neue Kreaturen für dich zeichnen. Geht jetzt aber in diesem Modus gerade nicht, weil das ein bisschen speziell ist. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen lost, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mache ich denn am besten? Dich wieder retour schubsen. Es ist doch. Ich schubse da schnell meinen Bogenschütz drüber. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe ein bisschen Schaden genommen, aber der Vorteil ist, ich kann jetzt natürlich hier hin, an diesem schönen Rücken rein. Zack. Oh, okay, gut. Zack, let's go. Weg. Du kommst zäckeln, schlafst direkt ein. Ja, der Schneck, Mann. Den sehe ich. Googly Mann, hi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Nur viel Pedals. Das ist so. Ja, am Anfang, ich bin überhaupt nicht nachgekommen, was ich machen muss. Aber jetzt bin ich so langsam ein bisschen drin. Was man halt einfach auch immer muss beachten muss, ist das Schubsen. Und wenn alles besetzt ist, gut, jetzt ist es halt nicht mehr der Fall, kannst du wirklich Leute aus der Map rausschubsen. Jetzt habe ich so eine Idee. Okay, wenn ich ihn angreife, dann habe ich ein Problem, oder? Ich muss mal den Schneck loswerden, aber das ist gar nicht einmal so verdammt einfach. He? Was ist, wenn ich den schubse einmal? Das ist nicht so einfach. He? Ich weiß nicht, ob das etwas wird. Ich nehme schnell ein bisschen Abstand zu diesen Leuten. Vor allem zum Schneck. Aber nur. Was kann der machen? Der kann, glaube ich, nur heilen und so. Ich weiß es nicht.
Dann machen wir das so. Schnell schauen, das geht natürlich nicht. Dann mache ich da einfach einen Angriff auf den Schneck von hinten. 6. Let's go. Er ist am Schlafen. Ich bekomme einen Schaden. Massenheilung. Ja, aber ich will natürlich vielleicht nicht den Gegner heilen. He? Oder kann ich den... Ja, aber... Ah, freundlich. Okay, also es ist nur friendly. Let's go, dann machen wir da. Dann machen wir da. Oh, wait a second. Wieso kann ich zusammen... Ah, nein, das ist schon... Das ist alles gut, alles gut. Nein, was passiert da? Scheiße. Come on. 3 bis 5. Ich habe zu wenig Schaden, was ich da mache. Oh, shit. Auch schöpft der Schneck, habe ich etwas verpasst. Ihn müsste jetzt können schöpfen, das wäre mega nice. Aber ich komme nicht so weit, das ist das Problem. Ich müsste halt wieder neu an Schneck gehen. Wieso haben die eigentlich alle Full HP, Mann? Das kann ja nicht sein. Ja, ich glaube, da wird nichts, oder? Das wird nichts. Ich muss da mal schnell. Kann ich mich um den Schneck kümmern? Oh nein, wenn ich da hingehe, dann ist. Ist vorbei. Ich gehe da hin. Geh auf den Schneck. Wobei, wenn ich jetzt da, wie viel Schaden macht der? 2 bis 4. 3 bis 5. Wenn ich Max Damage raushaue, dann könnte ich den machen, aber dann muss er zuerst. Ich bin jetzt natürlich im Weg. Es ist nicht so verdammt einfach da. Zwei nebenstehende Ziele. Probieren jetzt. Ich weiß nicht, das wird mega schwierig. Der Ullen wäre da ganz sicher besser als ich. Was ist, wenn ich jetzt sage, ich gehe da hin? Ich gehe hier hin. Greife jetzt halt schnell den Schneck an. Einfach, weil es schön ist. Sieben Schaden. Was machst du? Hey! Ketzerei! Das ist übrigens ein Effekt, den er bekommt, wenn er halt da so einen Bischof von mir angreift. Wenn ich jetzt... Gut, ich glaube, ich kümmere mich wirklich um das. Mhm. Wie es aussieht. Er hat noch 1 HP, oder? Er hat noch 1 HP. Hey! Er ist halt tot. Jetzt ist nur noch mein Bischof von mir, oder? Ich habe gar nichts mehr. Jetzt ist vorbei, oder? Jetzt ist vorbei. Kommt alle zu mir. Ich schubse euch alles Feuer rein. Du hast wieder 6 von 9. Oh mein Gott.
Ja, so viel Schaden kann ich haben. Ja, also es ist, ich muss gar nicht lange überlegen. Es ist endlich schon vorbei, oder? Es ist endlich schon vorbei. Okay, mal, so viel Schaden kann ich eben schon noch machen. Mein Bischof macht jetzt das, der regelt jetzt das, oder? Und der Rest flüchtet. War gut. Ja, 13 von 13. Bischof gegen Bischof. Er hat auch noch den Stärkeren als ich, oder? Ja, ich kann echt nicht viel machen. Ich kann einfach hin. Ich kann einfach hin. Und kann da mein Zeug machen. Nein, ich glaube, in dem Modus kann ich eben nicht wiederbeleben. Also ich... Nein. Oder schon? Nein. Also... Eigentlich müsste jetzt aufgehen, oder? Jetzt müsste ich aufgehen. Oh, du Dude! Jetzt, du hast einen Fehler gemacht, oder? Aber nachher kommt der Schneck und killt mich. Er hat halt jetzt einen Fehler gemacht. Bro, wow, jetzt, ich finde es krass, dass es jetzt noch spannend wird, aber... Oh, what? Gut, aber jetzt ist irgendwie noch ein bisschen fies. Jetzt muss ich zuerst muss ich mich eins bewegen. Einfach am besten zwei. Ja, ich gehe schnell drüber und tue mich heilen. Massenheilung, Massensegen. Heile mich. Let's go. Es könnte klappen. Jetzt muss das Feuer kommen. Kommt das Feuer noch nicht? Ey, das geht's nicht, oder? Wow, das Glück, das ich habe. Nein, es ist auf Cooldown. Chat, es ist auf Cooldown. Oh no. Oh, jetzt wird's aber... Nein, wartet. Nein, es ist nicht auf Cooldown, ist alles gut. Ich, sorry, ich hab's falsch angeschaut. Ist alles gut. Oh, wow. Hey, ich bin ein richtiger Profi, Chat. Ein richtiger Profi. Du kannst dir nicht mal eine Niederlage eingestehen. Gratulation, du hast es geschafft. Irgendwie, du bist tot. Red nicht mit mir, du bist tot. Ende. Oha, der Schluss war sehr speziell. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Ich habe wirklich gedacht, am Schluss war es nicht sehr cool dann auf dem Schubsen, aber das war gar nicht Schubsen, das war Heilen. Okay. Wir nehmen den Loot, wir haben 130 Prestige. Ich schaue schnell auf die Uhr. Ja, ich überziehe heute ein bisschen. Ich habe ein bisschen später angefangen. Keine Panik. Schatz enthält Gold, Loot. W-Kapelle betet, um Stumpfsinn zu verringern. Das ist natürlich eben schon noch nice. Ich glaube, wir müssen das machen. Wir brauchen keine Gesundheit. Lass die Leute nur Gutes von mir denken. Das können wir jetzt machen, weil wir... Ah nein, wir würden Prestige bekommen, wenn wir jetzt auch sagen, hey, alles gut, wir wollen nichts. Herr, erlöse mich vom Stumpfsinn. Wir gehen ins nächste Battle. Und jetzt übrigens die neu dazugekommen sind, jetzt sehen wir eben, wie es ein normales Battle geht. Wobei, das sieht auch wieder nach einem Duell aus. Wir finden es raus. Weil dort ist Treulina noch dabei. Ja, es ist tatsächlich wieder so eins wie vorher. Ja, also, wir sehen Treulina wahrscheinlich heute nicht mehr. Es
schräg spiele, aber irgendwie noch cool. Ich finde es eben auch. Ich würde wirklich am liebsten würde ich noch weiter zocken. Vielleicht machen wir es nächstes Mal noch mal so. Noch mal in Culinati. Wenn ihr Lust habt. Was ist da für ein Mann? Mächtiger Hund. Also, Schubsen ist. Man darf nicht vergessen, dass man schubsen kann. Können wir jemanden schubsen? Ja, wenn ich jetzt hierher gehe, dann schubst er mich ab. Das ist natürlich nicht die Idee. Ich könnte mich jetzt bewegen und einen Angriff machen. Wo kann ich? Es ist halt jetzt alles mega verteilt. Nein, da kann ich den ersten schubsen, oder? Da kann ich den ersten schubsen, tatsächlich. Wir gehen hier hin und schubsen den runter hier. Bye, bye. Du Essel, du. Karls, grüezi, mein Lieblings-Troy Karlsmann. Der hat einen speziellen Angriff, was mich da verschiebt. Karls, wie geht's dir? Alles gut? Okay, ich... das ist interesting. Wenn ich jetzt... Kann ich den Turm verschieben? Holy shit. Jetzt wird es aber Internet. Nein, okay, dann wäre es aber dann. Ich versuche mal schnell den Turm verschieben. Nein, das geht nicht. Ich habe einen Turm innen irgendwie. Hä? I don't know. Kommen wir nicht raus. Kommen wir nicht raus. Wir schauen schnell. Das ist auf Schlummern. Nein, ich kann nicht. Der Turm ist einfach ein Hindernis. Fertig. Ja. Turm ist Hindernis. Ich würde sagen, ich nutze hier diesen Moment aus. Ich schubse ihn einmal rüber. Ich hoffe nicht, dass er noch ihn nimmt und ihn bewegt. Vielleicht kann ich dann etwas machen. Ja? Feierabend, sehr schön, sehr schön. Hey! Hey! Der andere hat. Jetzt wird geschubst. Ist nicht lustig hier, jetzt wird geschubst. Hey, ich drücke auf den falschen Knopf. Ich glaube, ich muss Feierabend machen. Das war nicht der Schubsen-Button. Oh shit, ja, jetzt habe ich es so irgendwie ein bisschen. Jetzt habe ich es halt aufs Übelste verkackt, oder? Dann mache ich es so. Ich greife da mal schnell den hier an. Ja. Du, wärst eigentlich tot, wenn ich es nicht verkackt hätte. Aber ich habe es natürlich verkackt, weil ich den falschen Button gedrückt habe. Das ist jetzt mega schade. Das ist jetzt echt mega schade. Ja, ich kann einfach irgendwie mein Bestes probieren. He? Aber kannst du dumm. Auch als Blocken brauchen gegen Schöpfen? Nein, es geht, glaube ich, daran vorbei. Also ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich meinte, weil das Schubsen ist immer aufs nächste freie Feld. Also wäre das eigentlich wäre die Idee, dass der Turm wirklich, dass der Turm vorbei rutscht. Ja, doof. Ist jetzt echt doof. Was haben wir da? 6 bis 8. Okay, dann können wir dich beseitigen. Hä? Ganz schnell rüber. Machen das da. Oh, da ist einiges direkt tot. Hä?
Weg mit dir. Da kommst du, verpasst mir einen. Und dann kann ich dem wieder von oben eins verpassen. Schauen wir, haben wir andere Möglichkeiten? Oh, wie viel Schaden? Mal, das hätte ich können killen, so. Das hätte ich können killen. Let's go, 3 bis 5. Ja, das ist easy. Wenn ich das nicht komplett verkacke. Okay, let's go, let's go, let's go. Der andere will schon flüchten, der hat keine Lust mehr. Der hat keine Lust mehr, Chat. So, jetzt. Ich habe nur noch den, den ich eine Aktion ausführen kann. Die Frage ist, wie weit komme ich? Ich greife nach normal da oder da. Das Geile ist, ich kann auch die Türme angreifen. Aber das bringt mir jetzt gar nicht. Kapitel 3. Oh, kommt jetzt noch wieder das Feuer, oder wie ist das? Oh. Hörte mich nicht. Oh, ihr laufen alle schön drin, oder? Ihr laufen halt alle schön drin. Jetzt muss ich schnell schauen. Ja, 5 bis 7 Schaden. Also, ich finde es eben noch geil. Ich mache 5 bis 7 Schaden. Einmal, ja, er ist 100%ig tot. Ist gut. Ja, next, oder? I guess. Next. Muss ich jetzt zu dir kommen, oder was? Jetzt muss ich halt zu ihm gehen. Also, so, wir gehen auf Reisen. Ja, einfach so weit führen wie möglich. Oder? Was machst du jetzt? Er hat auch 20 HP. Holy shit. Komm, mach etwas. Ah, oh, let's go, jetzt kommst du. Okay, nice. Was machen wir? Das ist auch geil, mit dem kann ich nichts machen. Mit ihm kann ich angreifen. Das machen wir jetzt noch schnell. Ja, also, Wolfi, ich bin im Fall. Ich bin mir nicht sicher, es gibt, glaube ich, ein Tutorial und ich habe es auch übersprungen. Es gibt, glaube ich, Akademie im Hauptmenü. Ich kann nachher noch mal schnell schauen. Ich habe das eben gar nicht gemacht. Ich bin am Anfang auch überhaupt nicht nachgekommen, was ich machen muss. Aber ich bin jetzt langsam reich. Es ist nicht allzu komplex. Ich muss auch ein bisschen verstehen, was sind das für Buttons und was gibt es für ja, Statuseffekt. Und Gegner haben halt wirklich immer etwas Neues. Also da muss man wirklich immer so ein bisschen schauen, was können die jetzt genau? Es gibt solche, die explodieren noch und muss man halt schon ein bisschen schauen. Jetzt muss ich schnell gucken, du kannst gar nichts machen. Hä? Ja, du musst jetzt warten. Mit dir greifen wir jetzt an. Wobei die Frage ist, mache ich mehr Schaden, wenn ich ihn von hinten angreife? Das habe ich eben noch nicht so ganz gecheckt. Aber ich probiere es jetzt, weil das kann ich ja schliesslich machen. Ich kann zuerst hinter ihn hin, kann ihn angreifen. Jetzt habe ich ihn verglichen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es mehr Schaden macht. So, jetzt kann ich da mit dir noch schnell dafür, aber dann ja, dann stehe ich auch direkt vor ihm. Und dann ist er dran. Ja, no risk, no fun, oder? No risk, no fun. Apokalyptisches Feuer. Also übrigens, wenn es zu lang dauert, dann geht da die Map langsam zu. Also es wird immer enger. Das ist jetzt da, was da im ersten Schritt passiert. Angriff gegen vorne und gegen hinten schubsen. Das ist fies und meinen ist gerade tot. Oh no. Okay, aber wait a second. Das sollten wir, glaube ich, hinbringen. Wir gehen hin. Wir greifen an.
Oh, da, okay, das ist direkt tot, wenn ich es jetzt verwirsche. Let's go. Aha, ein Tutorial überspringen, die merkwürdigsten Gamer. Das sind auch die das Handbuch nie lesen, oder? Let's go, Bork, Bork. Und er sagt noch Vrr. Nice. Ui. Da läutet mein Telefon, he? Sagt Troy, du musst Feierabend machen. Na, jetzt, wo Pini noch kommt, mache ich Feierabend. Ich würde so gerne noch weiterspielen. Das ist echt nice. Das gefällt mir. Was auch geil ist, bei der Duell geht, wie heisst es? Ich weiß nicht, wie es heisst. Der Debuff geht halt weg. Also der Debuff, der halt die Viecher teurer macht zum Zeichnen, der geht weg. Ja, wir nennen den Loot. Ja, es ist halt wirklich. Was ist denn das jetzt? Tag auch, fast hätte ich es vergessen. Hin und wieder wirst du auf wilde Untiere treffen. Sei vorsichtig mit ihnen. Die Belohnung ist größer, aber die Herausforderung ist es auch. Na gut, zurück zur Paar. Ich meine, zurück an die Arbeit. Ja, du und deine hohe Party, Mann. Pini, hello! Was ist da los, hallo? Oh, mal Pini. Ich bin schon recht am Überziehen. Ich habe ein bisschen später angefangen, aber jetzt. Ich glaube, ich mache nächstes Mal, also hier auf diesem Channel, mache ich nächstes Mal noch einmal mit Inkulinati weiter. Bevor wir so einen Abstecher ins Valheim noch machen, das ist eigentlich auch noch geplant. Ja, das Problem ist, ich glaube, das Spiel ist relativ schnell durch. Das ist bei mir natürlich nicht der Fall. Ich rechne das dreimal so viel Zeit einrechnen. Aber ich glaube, viele sagen so, in 3 Stunden hast du es durch. Darum, es füllt wahrscheinlich nicht den ganzen Samstag. Zudem werde ich es auf diesem Channel behalten. Das heisst, ich mache lieber noch mal einen nächsten Stream in Kulinati. Und nachher schauen wir weiter. Wir machen noch ein bisschen God of War. Es gibt noch ein paar Sachen bei God of War, die ich am nächsten Samstag machen auf meinem Channel. Let's go. Let's go, Chat! Ist nice. Also, ich find den Humor echt geil in Kulinati. Early Access tatsächlich. Das ist vielleicht noch nicht so ganz fertig von der Story her. Es ist im Game Pass verfügbar. Also, alle, die den Game Pass abonniert haben, können es einfach installieren. Der Kuckli kommt jetzt mit dem E-Mail-Chat. Geil. Genau. Jetzt könnt ihr nicht einmal mehr schreiben. Jetzt könnt ihr nicht einmal mehr schreiben. Und ich weiß nicht, was ich selber erzähle. Nein, zum Game kann ich noch sagen, ja, spielt unbedingt das Tutorial. Das kann ich mir noch schnell anschauen. Ich kann mir noch schnell anschauen, habe ich wirklich das Tutorial verpasst. Ich werde eigentlich jetzt nicht weiter. Kann ich da zurück zum Hauptmenü? Okay, sehr schön. Zum Menü zurückkehren. Ich zeige es euch nochmal schnell. Die Akademie. Ja, das habe ich nicht gemacht. Also ich empfehle euch, macht das Tutorial zuerst. Dann könnt ihr ins Spiel hin und wisst ihr nicht, was ihr damit machen. Ich bin einfach rein und war einfach überfordert gewesen, zuerst mal. Ich habe am Anfang auch nicht gewusst, spielt man jetzt das mit Controller oder spielt man das mit Maus und Tastatur? Spielt es mit Maus und Tastatur, ist viel besser. Jetzt ist gemeint, es ist ein Controller-Game, aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Man muss Tooltips anschauen, umfahren mit der Maus, Zeug auswählen, Ziel auswählen. Von dem her. Sass. Wie viele Minuten haben wir noch? Das kann nicht mal zu lang dauern. genau. Es gibt Duell. Wir haben jetzt, also am Schluss haben wir jetzt halt zweimal das Duell gemacht. Im normalen Game-Modus hat man halt noch den Hauptcharakter dabei, was bei mir Troilina ist. Und, also Winzling, sagen sie denen, glaube ich, im Spiel. Und dort hat man halt noch so Funktionen wie, du kannst Angriffe auf der ganzen Map mit deinem Finger, oder quasi. Derjenige, der das Buch in der Hand hat, kann quasi angreifen. Man kann Viecher verschieben, aber auch noch in einem gewissen Radius tatsächlich. Aber
Jetzt bei diesen normalen Viechern muss man vor der Rast stehen, damit man schubsen kann. Als Winzling hast du einen recht grossen Radius, wo du einfach alles Mögliche schnell kannst umschieben kannst. Tatsächlich, eine ist links und eine ist rechts pro Zug. Was auch noch nice ist. So, jetzt darf ich da wieder schreiben, ausser der Google macht jetzt nochmal E-Mail-Chat rein. Gott sei Dank. Also, lieber Chat, ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Wer das jetzt irgendwie cool gefunden hat, ich kann es euch wirklich empfehlen. Ich glaube, wir machen nächstes Mal nochmal weiter. Ich entscheide mich aber noch, ist noch nicht definitiv. Better GTV sieht man nicht im Stream. Muss mal gucken hier. Ja, das habe ich natürlich aber nicht selber eingerichtet. Ja. Habe ich einfach kopiert und so. Sieht man nicht. Ich mache auch schnell ein Better GTV E-Mode. Seht ihr? Aha, ich sehe die eben bei mir auch nicht. Das ist eben mega geil. In meinem Chat sind Better GTV E-Modes auch nicht rum. I don't know why. Aber vielleicht fände ich das raus, dass man das irgendwie zum Laufen bringt. Ja? Better GTV E-Modes sind wichtig. Koala, grüezi wohl. Wird irgendwann mal Valo gespielt oder andere FPS-Games? Ich bin nicht so der FPS-Gamer. Ich würde jetzt, ich kann es nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, tatsächlich, aber ich glaube eher nicht. Ich bin eher jemand, der so ein bisschen Neues ausprobiert, tatsächlich, aber weniger FPS. Am liebsten Story. Jetzt mal da etwas Spezielles. Dann haben wir die Steffi, die auch am liebsten so Indie-Games macht und auch ähnlich auch Story-Games spielt. Und aktuell haben wir sonst eben niemanden, der noch Gameplay macht. Aber das kann sich jederzeit auch wieder ändern. Also ich werde jetzt da wirklich nicht sagen, dass es nie irgendwie wird Velo geben. Aber aktuell ist es unwahrscheinlich. O7 TV geht! Das ist interessant, okay, da komme ich. Vielleicht kann ich das irgendwie, ich glaube, es läuft über Streamlabs. I know, ja. Bitte kein Kommentar jetzt zu dem. Vielleicht kann ich über Streamlabs mal schauen, ob ich es einschalten kann, dass bei der GTV immer so angezeigt werden. So, Chat, gibt es noch etwas zum Sagen? Außer, dass ich jetzt dringend mal noch etwas erledigen und den Feierabend machen. Ich glaube alles. Lieber Chat, diese Woche gibt es nichts mehr. Freitag kein Stream mit der Steffi. Der fällt aus. Es geht nächste Woche weiter, ganz normal mit dem Standardprogramm. Mich gibt es dann wieder am Mittwoch, wahrscheinlich nochmal mit Inkulinati. Wenn ihr mich vorher schon wieder gesehen habt, dürft ihr gerne am Samstag vorbeikommen auf meinem Channel, twitch.tv/treuhammaren. Wo es viel Gelaber gibt. Viel Gelaber und nochmal Gelaber und noch ein bisschen Marbles und vielleicht noch ein bisschen God of War. Mal gucken. God of War eben also ein paar Sachen, die wir probieren mit Berserker, der Letzte, der König tatsächlich bei God of War. Und that's it. Nein, wir machen genau nicht. Das schaffe ich. Das habe ich keine Chance. Google, habe ich keine Chance. Nein, aber die Idee ist, dass wir wirklich den König noch probieren. Spider-Man Remastered oder Miles Morales ist anders nice, wenn man Story-Games gerne hat und natürlich Marvel-Helden. Ich bin ein riesen Marvel-Fan und ich habe Spider-Man Remastered, es ist glaube ich nicht Remastered, einfach das Original habe ich auf der PS4, ist das gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das habe ich durchgegamet, nicht on-stream. Und Miles Morales habe ich auf dem Channel tatsächlich mal angefangen zu spielen. Beides mega cool, also vor allem der erste Teil ist sehr empfehlenswert. Wenn man ein bisschen, ja, wie du sagst, wenn man so ein bisschen Marvel cool findet und mit Spider-Man etwas anfangen kann, gebt euch das Game. Vor allem mit Spider-Man Remastered, auf jeden Fall kann ich empfehlen. Miles Morales ist auch nice, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Miles Morales ist nicht viel Neues. Ich weiss jetzt nicht, wie teuer das Miles Morales aktuell ist, aber ich sage jetzt mal, wenn es Aktion ist oder sogar im Sale,
verfügbar ist, mein Gott, ja, dann lohnt es sich wahrscheinlich schon. Aber rein so von der Mechanik her ist nicht wirklich so verrückt viel Neues dabei gewesen. Aber es ist cool. Spider-Man, absolut nice. Marvel sowieso. Oh, dann schnell einen Schluck von meinem kalten Kaffee nehmen. Ja, Marvel ist geil. Die Tasse gibt es übrigens bei brock.ch. So, und jetzt muss ich, hä? Ich muss Feierabend machen. Lieber Chat, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend, eine ganz schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.